Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich möchte euch mal den Motorsportmanager vorstellen. Ja, im, ja, von Sega entwickelt. Ja, Sega kennen wahrscheinlich die einen oder anderen noch. Ist schon lange ein Spielehersteller. Ich habe das Spiel mir gestern bei Steam mal gezogen. Ist nur ein paar Tage kostenlos. Wenn es bei euch gut ankommt, dann werde ich mir es eventuell kaufen. Ja, zuallererst gibt es hier so ein paar verschiedene Menüpunkte. Es gibt ein Einzelrennen, zusätzliche Inhalte, das heißt, man kann irgendwelche DLCs wahrscheinlich laden. Lackierungspack, genau. Neues Team bilden, eigenes Team, zusätzlich bald verfügbar. Wann es rausgekommen ist, weiß ich gerade gar nicht. Neues. Ah, jetzt hat sich leider was anderes geöffnet, das wollte ich nicht. Mitwirkende Anklage wegen Steuerhinterziehung. Okay. Teamkollege verliebt, okay. Die sehen alle, die sehen fast gleich aus. Okay, ja. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das wirklich Joe Köhler. Okay, bla bla bla. Steam Workshops, Herausforderungen, eine neue Herausforderung. Erleben Sie ein Rennen nach Ihren Wünschen. Ja, wir möchten aber natürlich in die Karriere gehen. Und dafür können wir am Anfang einiges auswählen. Zum Beispiel hier mit Einführung starten. Das machen wir mal aus. Ich habe das gestern mal angetestet. Ja, Mods können wir auch installieren. Das ist interessant. Ja, also ich habe hier mit Einführung gestartet. Die Einführung ist wirklich, wirklich sehr gut. Sehr ausführlich, wird alles genau im Detail erklärt. Ich werde es mal ohne spielen, weil ich mir einfach nicht die lange Erklärung geben will. Sessionlänge machen wir auf Mittel. 30 bis 40 Runden ist, denke ich, okay. Das habe ich gestern auch mal so angetestet. Zwei Grand Prix lang. Und dann gucken wir mal. Unser Name heißt natürlich Varuna. Mit Nachname heißen wir hier MZ. Geburtstag. Ich würde ja gern unser YouTube-Erstellungstag nehmen. Den können wir leider nicht auswählen. Wir wohnen in Deutschland natürlich, oder wir kommen aus Deutschland. Okay, hier kannst du sogar Ozeanien. Okay, wir Guam. Also, guck mal hier, die sind wirklich Tonga, ja, hier Süd, bei rechts von Australien. Sehr cool. Also, du kannst hier wirklich jedes Land wahrscheinlich auswählen. Aber wir bleiben bei Deutschland. Wir sind natürlich männlich, wir sind ein bisschen dunkler. Die Frisur ist ein bisschen hip, Haare auch ein bisschen dunkler, ein bisschen grau. Oh, das sieht irgendwie metallic aus. Na, rötlich will ich nicht. Das ist eigentlich eine gute Farbe. Vom Bart her macht man das. Und eine Brille setzen wir uns auch auf. So. Ich bin ehemalige Fahrer, Ingenieur, Finanzier, Politiker, Unbekannter. Ich denke, ja, ehemalige Fahrer. Gut, dann haben wir hier schon alle Einstellungen vorgenommen. Und du kannst jetzt hier ein eigenes Team bilden. Da müssen wir aber noch was runterladen. Wir übernehmen hier ein Team. Also, müssen wir weiter. Hier können wir jetzt, ja, wir sind GT-Serie neu, mit neuen Fahrzeugen, brandneuen Teams und Fahrern bieten diese Kategorien eine neue Herausforderung. Ja, hier gibt es drei verschiedene Grand Prix, nee, nicht Klassen eigentlich, Serien. Ja, wir nehmen die World Motorsport Championship. Es gibt 16 Veranstaltungsorte, Meisterschaftsregeln anzeigen.
Fahrzeugspezifikation. Ein 3 Liter V10. Na, hör mal, da sollte sich die Formel 1 mal wieder ein bisschen was abgucken. Ein Preisgeld auf 500 Millionen. 250. Okay, das ist auch die Meisterschaft mit den meisten Preisgeldern. Eine Viertelmilliarde fürs Publikum. Ja, 0 auf 100 in 1,7 Sekunden. 321, 700 Kilo. Okay, was haben wir denn sonst noch? Training 20 Minuten, Qualifying 12 Minuten. Rennen sind länger. Etwa 530 Runden auf einer durchschnittlichen Strecke, was das Augenmerk mehr auf die Leistung des Teams und die Rennstrategie legt. Ja, das finde ich gut. Haben normale, okay, Reisekosten, Rennwoche ändert sich aus dem, okay, der Unterschied im Preisgeld zwischen den Tabellenführern und letzten ist groß. Spitzenteams werden also verhältnismäßig besser belohnt als kleinere Teams. Die 10 besten Fahrer erhalten Punkte. 25, 18, 15, 12, 10, 6, 8, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Kleinere Teams könnten Schwierigkeit haben, Punkte zu erhalten. Das ist eigentlich die Formel 1 Rechnung. Trockenreifen liefern die zweitbeste Leistung und lassen sehr schnelle Rundenzeiten zu. Diese Leistung hat aber ihren Preis, denn diese Reifen kosten 25.000 Euro pro Rennen. So, was soll's? Cortez-Reifen sind komplett auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie sind nicht so schnell wie Brutus-Reifen, halten aber wesentlich länger. Teams können ihre bevorzugte Reifenmischung für ein Rennwochenende wählen, was bei der Rennstrategie mehr Möglichkeiten zulässt. Ja, das stimmt. Für die Teams stehen drei Regenreifenmischungen für trockenes Wetter zur Wahl, was mehr Optionen für die Strategie lässt. 15 Reifen können pro Wochenende benutzt werden. Ne, das ist genug Reifen, dass da kein Problem entsteht. Fahrzeuge können während des Rennens nicht nachtanken. Das senkt die Kosten um 20.000 Euro zweimal mit Nachtanken. Die Startposition der Fahrer entscheiden sich beim Qualifying. Allgemein bedeutet das, dass bessere Fahrzeuge von weiter vorne starten. Gut, ja, also ganz normale hier Motorsportregeln. Unser Wagen soll natürlich auch aus Deutschland kommen. Die Lackierung finde ich okay. Es gibt natürlich noch so andere, ja, die sind wahrscheinlich so ein bisschen an reale Teams angelegt. Aber guck mal hier, die haben ein Minusbudget. Ja. Aber es wird auch erwartet, dass wir den ersten Platz belegen. Ja. Wir könnten ja auch sagen, dass wir mit denen hier starten. Carriot, Motor Group. Ja, Carriot Motor Group ist das jüngste Team im WMC, World Motor Grand Prix wahrscheinlich. Championship. Mit kleinem Budget und mittleren Fahrern wird es schwer, die Sponsoren bei Laune zu halten. Allerdings ist in der Welt des Motorsports alles möglich. Druck ist niedrig. Sollen wir es riskieren? Wir riskieren es. Hopp oder top. Was soll schon passieren? Ja, dass wir pleite gehen. Sind wir aber schon, weil wir haben schon Minusbudget. Also egal. Ich rühre mal gerade meinen Kaffee rum. Wir müssen halt jetzt am Anfang schauen, dass wir da ein bisschen Kohle verdienen. So. So, wir gucken hier mal Nachrichten an. Eine Einschätzung, das gute Team, das sich so schlagen wird, davon wird die Prämie abhängig, wie nach dem Rennen auszahlen. Beste Team in der Meisterschaft haben wir nicht, aber ich kann sie etwas mehr Geld rausholen, wenn sie glauben, dass wir zumindest nicht auf dem letzten Rennen sein. Ja, das wäre gut.
Zehnter Platz gibt, also sind Sponsoren. Marktfähigkeit, okay. Platz 3. Also, die sind ja ein bisschen arg motiviert. Okay. Ich denke, den 10. Platz kriegt man hin. Ja, deshalb nehmen wir das jetzt mal. Was haben wir hier? Schlechtesten Fahrer, er hat aber Potenzial und könnte sich mit etwas Unterstützung zu einem besseren Fahrer. Aber Rang. Ende. Erwarteter Rang zum Ende. Jack Hamilton. Zack. Okay. Früher richtig gut hinter dem Steuer. Wenn sie auf Chef auch nur annähernd so viel drauf haben, wird das eine klasse Saison. Ja, das werden wir sehen, Leute. Ja. Ich möchte ja nicht zu viel verraten hier. Ich freue mich so mit Ihnen zu arbeiten. Ja, Jeremy Woodford. Das freue ich mich auch. So, wir haben noch Sponsoren. Ich werde mal hier einfach mal gucken. Läuft aus, zwei Rennen. Ja, was muss ich denn machen? Zielposition 2 oder besser? Ha. Ha. Sorry. Das werde ich wahrscheinlich. Ich werde es nicht hinkriegen, aber ich nehme es mal an. Hier haben wir noch einen Sponsor. Vorauszahlung. Der zahlt wenigstens voraus. Vertragsdauer 6 Rennen, angeblich auf in 2 Rennen, Produce Tires, feste Zahlung pro Rennen. Ja. Das tut uns ganz gut, ja. Sind wir bloß noch 1 Million im Minus. So, der nächste Grand Prix ist in Doha. Okay, das ist schon was anderes. Qualifying-Rennen soll super Wetter werden. Spritverbrauch ist hoch, Reifenabnutzung mittel. Gut, Platzierung, Kalender, Finanzen. Ja, sieht halt im Moment noch nicht gut aus. Einkommen pro Rennen. Und zusätzliche Gelder anfordern. Das ist etwas früh in der Saison, um schon nach Geld zu fragen. Ja, das könnte sein. Gut, also, na, Wagen. Neues Teil entwickeln können wir, glaube ich, gar nicht, weil wir haben keine Kohle. Ja. Headquarter. Hier haben wir unser Firmengelände. Das ist ja schon mal interessant, da hinten. Teststrecke haben wir wohl auch irgendwie. Da habe ich noch nicht viel reingeguckt, muss ich euch ehrlich gestehen. Das werden wir heute auch nicht machen, weil ich möchte heute einfach mal schon das erste Rennen fahren. Restliche Vertragszeit 10 Monate, 10 Monate. Der Zach Hamilton soll ganz gut sein, habe ich gehört. Dann werde ich mal gucken. Den werde ich für den. Den werde ich auf jeden Fall mal im Training einsetzen. Und dann schauen wir mal. GP Doha in 10 Tagen. So, oh Gott, oh Gott. Channel 6. Sie sind jetzt bei Carriot Motor Group. Herzlichen Glückwunsch. Haben Sie Interesse an einem Interview mit Channel 6? Ja, ein wenig besser kennenlernen können. Ja, wir nehmen es mal an. Tja, da haben Sie sich aber eine schwere Aufgabe bei Ihnen, Ihrem ersten Job ausgesucht. Erwarten Sie, dass Sie in dieser Saison überhaupt zu nennenswert Punkte holen? Ich sage Ihnen ganz klar, dass wir diese Saison den einen oder anderen überraschen werden. Punkte stehen definitiv auf unserer Liste. Ja, so werde ich das mal sehen. Ja, ich werde mal unsere Leute hier ein bisschen motivieren. Jeremy Woodford fährt auf jeden Fall besser. Also ich muss mal sagen, von den Sternen hier, ja, ist eigentlich der Vidal besser. Moral. Alt. Neu. Warum geht die Moral nach unten?
Ja, beide. Ja, werden natürlich beide motiviert. In der Saisonvorschau von Channel 6 habe ich geschrieben, dass man von ihnen erwartet, Zehnter in der Teammeisterschaft zu werden. Trifft das ungefähr zu oder glauben Sie, das geht noch besser? Ihre Versage, also es geht noch besser, das kann ich Ihnen versprechen. Ihre Voraussage ist ziemlich realistisch, aber hoffentlich können wir es überraschen. Ja, das geht natürlich besser. Hallo. Wir alle kennen Sie noch als Lieblingsfahrer der Fans vor einigen Jahren. Werden Sie Ihre Talente von damals auch in Ihre neue Aufgabe als Manager mitnehmen können? Man ab 300 Sachen nur trägt, das dürfte ja ein Kinderspiel werden. Ich weiß in- und auswendig, dass Rennfahrer brauchen. Ich glaube, ich schaffe das. Das ist zwar eine ganz neue Situation für mich, aber ich weiß, dass die Fans mich unterstützt werden. Das ist die Hauptsache. So würde ich das mal sagen. Okay, ich glaube, das war alles. Danke, Varuna. Bitte. So, nach der Saison in Zügel nimmt, hat sich im Fahrerlager schnell herum bei gemischte Reaktionen ausgefüllt. Neue treue Anhänger von Carriot Motor Group haben über soziale Medien ihre Reaktionen geteilt. Ich werde abwarten, wie Varuna MC sich macht. Es könnte eine großartige Wahl sein. Ist MC wirklich gut genug, um unser Team zu führen? Fragt ein weiterer Fan. Leute, das werden wir jetzt gleich sehen. Ja? Man kriegt hier einen Haufen Nachrichten. Ja? Und ich muss echt sagen, mir ist es. Oh, eigentlich ist Ihnen bekannt, dass ich meine Zeit hierbei nicht gerade genieße. Wenn ich Angebote von anderen Teams erhalte, werde ich ernsthaft über einen Wechsel nachdenken. Sie haben, ja, ist kein Problem. Ich habe noch einen Ersatzfahrer. Kannst du gerne gehen. So, Reise nach Doha. Wir sind gleich da. Was haben wir jetzt schon wieder? Nochmal Sponsorengelder. Wie viele Sponsorenplätze haben wir denn? Hier haben wir ein Angebot. Im Bango Kashima. Das hier hört sich doch gut an. 11 Rennen. 10 Rennen, 10 mal 2 sind 2 Millionen. Dann nehmen wir doch mal das da. Ja, wenn wir jedes Rennen da was dazu kriegen, ist es doch ganz gut. Ah, da! Wenn ich da draufklicke, dann sehe ich, wo die Sponsoren draufstehen. Das ist gut. Ich habe einen kurzen Bericht zum nächsten Rennen im Kalender vorbereitet. Doha. Das Rennen wird 28 Runden umfassen. Eine Runde ist normal. Bla bla bla. Okay, ja, mach doch weiter. Machen Sie endlich das Geld locker. Was? Wie gesagt, ich sage es nur. Eine Kuh ohne Windkanal ist einfach zu peinlich. Leute, erstmal Basis schaffen. Ja, Jenny Whitehouse. Und dann können wir weiter gucken. Leute, Leute, die wollen gleich schon wieder am Anfang der Saison alles möglich haben. Muss langsam machen. Endlich ist der Moment gekommen, auf den sich alle Fans von World Motorsport Championship gefreut haben. Der Beginn der neuen Saison. Dieses Jahr erwartet der Favorit Steinmann Motorsports mit Harry Chapman und Nina Holz im Cockpit sowie einem hervorragenden Technikteam auf. Ob das reicht? Tja. Derweil wird Varuna MC neuer Manager von Carriot Motor Group. Den Rest der Teilnehmer versuchen zu beeindrucken. Ein 10. Platz oder besser wäre eine sehr beachtliche Leistung für den deutschen Teamchef. Das verspreche ich euch aber. Mir sind einige besorgniserregende Transaktionen aufgefallen. Wenn Sie weiter so mit Geld umgehen, wird Ihnen am Ende der Saison nicht viel übrig bleiben. Leute, ich habe uns gerade von 2 Millionen, 1,5 Millionen Minus auf deutlich mehr hochgeholt, ja? Aber das ist okay. So, wir fliegen jetzt endlich nach Doha gleich. Reise nach Doha. So. Ich muss mal gerade wieder ein bisschen hier reingucken. Ja.
Verbremser, Paydriver, Werte, Moral, Beziehung, Verbremser. Hier kann ich eine Wahl auswählen. Was wollen die denn dauernd von mir? Ein guter Insider zufolge erwägt Luca Gatto. Mit 33, 70 Jahre alt. Moral hoch. Okay. Ja, Nachrichten. Von Marshall GT. Ernsthaft zum Ende der Saison zurückzutreten. Es würde mich überraschen, wenn er sich nicht irgendwann diese Saison zum Rücktritt entschließt. Ja, okay, ist er in Ordnung. Ich möchte okay, der war letzte Saison schon bei uns und hat 16 Rennen gemacht. Wo ist denn unser anderer Fahrer? Ah, hier. Der ist neu bei uns und der Jack Hamilton, der ist schon lange da. Ich bin nämlich ganz ehrlich am Überlegen, ob ich den hier nicht einstelle oder fahren lasse. Ja, aber das wird man dann sehen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich hier noch irgendwas verpeile von der Einstellung her. Aber ich glaube nicht. Die Lackierung lassen wir alles mal. Das bleibt. Also, jetzt können wir noch mal einen Sponsor auswählen. Wir sind mal vorsichtig. Ja. Wählen Sie die Reifen, um fortzufahren. Wir machen es so wie gestern auch. Ich wähle von jedem Satz 5 aus. Wie haben wir keine Teile eingebaut? Doch. Automatisch, automatisch. Okay. Ja, unser Auto kann natürlich auch nicht viel. Aber wir werden mal gucken, was wir hier hinkriegen. Wahrscheinlich kriegen wir es mit Taktik auch irgendwie gebacken, dass wir ein bisschen weiter vorne sitzen. So, ja, schönes. Ach, das war die Strecke von Doha. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Sieht schön aus. Schöne Yachten hier. Die Einfahrt da oben ist ein bisschen eng. So, Training, Freitag. Wir machen die Fahrzeugkonfiguration. So wie ich es verstanden habe, müssen wir gucken, dass wir hier einfach in den Bereichen bleiben. So habe ich es verstanden bisher, ja. Der hier fährt auf den Reifen, ja. Mein Telefon klingelt schon wieder. Genau. Bestätigen. Unser Kollege hier, den Vidal, den setzt man auf weiche Reifen, das lassen wir auch so. Der kriegt ein bisschen weniger Abtrieb. Dann sollte er schneller werden. Okay.
Gut, den setzen wir auf den Long Run. Ne, den machen wir auch weich. Das lassen wir auch so. So, heutige Session Training. Achso, Fahrerauswahl. Ja, seht ihr, das ist nämlich das. Ich möchte den Reservefahrer. Ich will den eigentlich drin haben. Ich möchte den hier auch. Der soll auf Wagen 2 sein. Ohne Vidal auf. Warum? Dann machen wir das halt so. Okay. Ist mir jetzt. Relativ. Wir starten jetzt mal das Training und gucken mal, wie der Hamilton sich schlägt. Losschicken. Stints. 8 Runden. Reifenwahl. Unverändert. Losschicken. Der hier sollten. Was sind das? 3 Runden? Wieso denn das? Ja, weil er Soft Tires hat wahrscheinlich. Ist okay. Gucken wir auch mal los. Gut, wir können jetzt hier unten verschiedene Ansichten machen. Ja, ich habe normal immer die 3D-Ansicht laufen gehabt. Du kannst hier auch so die Ansicht verändern. Immer der Spieler ist gefokust, der angeklickt ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf den Hamilton gehe, dann wird der mir hier hat den Fokus drauf gelegt. So, die Strategie machen wir mal hoch. Aggressiv und Motor auch. Und der hier, bei dem machen wir das gleiche. Ja, lass dir mal ein bisschen Gas geben. So, hier sehen wir, wie die gerade dran stehen. Das Wetter ist gut. Wasser gibt es keins, Bodenhaftung wird immer besser. Also wie viel Grip auf der Strecke ist. Wir gucken jetzt einfach mal, was die Fahrer hinkriegen. Wir können das hier gerne mal ein bisschen schneller machen. Der Wagen schwimmt zu sehr. Aufhängen zu weich bei Vidal. Vidal ist ein Ticken schneller wie unsere steileren Winkel. Okay, der will mehr Abtrieb haben. Er ist 2 Sekunden schneller. Der Hamilton, der braucht halt noch ein bisschen. Ne? Wir sehen hier unten außerdem unser Reifenabtrieb drin, dass er nicht mehr so viel Sprit hat. Deshalb gehen wir hier jetzt mal auf normal. Der hier auch noch auf normal. Na, der Chapman. Der Vidal fährt eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Das, guck mal, der Vidal, der fährt auf die zweite Position 0,018 Sekunden. Hamilton ist 2 Sekunden hinten. Das ist eigentlich gut, der ist jetzt auf der Inlap, glaube ich. Das ist genau. Dann geben wir hier nochmal ein bisschen mehr Dampf. Also über den Vidal bin ich eigentlich ganz schön zufrieden. Dass der Hamilton gleich mal noch ein bisschen nach vorne kommt, denke ich auch.
Kann man abrufen, was der hier will. Also der hat zu wenig Abtrieb. Ist ja klar. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie die Eigenschaften sein müssen, ob die so ziemlich in der Mitte sein sollen. Oder was da wichtig ist. Ich gucke jetzt einfach mal. Der hat irgendwas vom Neigungswinkel gesprochen gehabt. Es kann natürlich sein, dass es am besten ist, wenn die Eigenschaften in der Mitte sind. So, Stint, drei Runden, Reifenwahl, nehmen wir jetzt mal die da und dann schicken wir ihn nochmal raus. Hamilton fährt noch, das soll einen Long Run machen, das ist alles so geplant. So, unser Vidal, was macht der? Es dauert halt ein bisschen dieses Spiel, ja, du kannst, je nachdem kannst du mal ein bisschen schneller machen oder so, aber das ist ganz gut. Ich bin erstaunt über den Vidal, wirklich. Also ja, wir sind als schlechtestes Team hier eigentlich abgestempelt und angeprangert worden. Ich habe jetzt leider seine Nachricht nicht gelesen. Aber ich glaube, er ist zufriedener. So, den lassen wir jetzt normal zurückfahren, dann brauchen wir ein bisschen... Achso, ne, warte mal. Machen wir Mitte. Also ich bin mal gespannt, ob der Vidal vielleicht sogar noch hinbringt, mit diesen Reifen eine bessere Rundenzeit hinzubringen. Okay, Geschwindigkeitsbalance fühlt sich jetzt besser an. Das ist gut. Den Hamilton lass mal einfach fahren. Der soll Streckenwissen sammeln. Ja, der ist noch jung. 23 Jahre alt. Ich brauche beim Einlenken eine bessere Rückmeldung. Ich glaube, so habe ich es gelesen. Unser Hamilton kommt rein, Vidal fährt weiter. Zeit haben wir nicht mehr, um den Hamilton nochmal rauszuschicken. Okay, und ja, die Medium-Reifen haben auch nur keine Rundenverbesserung gebracht. Okay, Wechsler. Ja, der ist auf der Inlap, also zählt seine Runde auch nicht mehr. Das heißt, wir schließen das zweite oder das erste Training eigentlich mit Platz 2 und 14 ab. Würde ich jetzt annehmen. Außer es kommt wirklich noch ein schneller. Und damit bin ich wirklich zufrieden. Gucken wir mal, Hamilton bleibt auf 14. Ja, der bleibt auf der zweiten Position wieder, ne? Oh. Hallo, was soll denn das? Iker Vidal von Carriot Motor Group steht auf dem zweiten Trainingsplatz. Steiner Motorstadt. Ja, laber doch weiter. Ich mag die Medien nicht. So, Qualifying Tag. 16. oder besser, dafür gibt es einen Bonus. Das hier lassen wir mal automatisch wählen. Du kannst hier Sachen auswählen, um deinen Fahrer noch ein bisschen besser zu machen. Und wie ich hier sehe, wechselt er auch mal durch. Den Reifen. Ich hätte gern Qualifying, Trim und Reifen weich. Ultraweiche Reifen. Genau. Und der hier, ja, den lassen wir.
Dann hätte ich gern Qualifying drin. Und ja, Reifenmittel. Weil den werde ich auf einen härteren Satz rausschicken. Gibt ein bisschen mehr. Ich probiere es mal einfach aus, dass die Werte in der Mitte sitzen. Ja, ich muss dem mehr Balance geben. Ist halt so ein bisschen heikel mit der Einstellung. So, und der hier in der Woodford, den will ich doch gar nicht fahren lassen eigentlich. Ja, aber der fährt wohl. Ja, das ist ja schade. Ah, oh mei, ihr wollt eigentlich den anderen fahren lassen. Okay, Reifenwahl. Wir fahren einen schnellen Reifen erstmal. Und der Vidal auch. Der Vidal ist für mich die Nummer 1. Also ganz klar eigentlich. Ja. Was sagt das Wetter? Eigentlich gut. Wenn ich den auf einem harten Reifen losschicke, dann kann er lange. Ach, das ist Qualifying. Okay. Dann habe ich das gerade so ein bisschen verpeilt. Okay, Quali. Reifenwahl habe ich doch alles schon gemacht. Den schicken wir auch los. Ich bin mal gespannt, was unsere Vidal jetzt hinkriegt. Hier würde ich Strategie sagen, lass mich hier. Achso, hier. Ja, die sollen schon ein bisschen Gas geben. Die Reifen sind so nass. Gebt Gas und lasst euch nicht von den Fahrzeugen beeinflussen. Ich hoffe mal, oh, unser Vidal, guck mal, der im Training, in der Qualifying-Runde überholt er schon den Woodford. So, es ist ein relativ langes Let's Play jetzt, weil der Anfang auch ein bisschen holprig war, sage ich jetzt mal, ja, so was ich euch gezeigt habe. Die halten sich gegenseitig auf, die sind beide auch schon wieder in der Inlap. Erst den Vidal, der kriegt andere Reifen, der kriegt jetzt mal den Satz hier. Der hebt noch eine Weile. Okay, los. Der bleibt noch mal auf dem gleichen. Der kriegt noch mal einen Weichen.
Unser Vidal probiert es auf einem Happensatz oder beziehungsweise auf einem Mediumsatz. Hier noch eine Rundenverbesserung hinzugeben. Das wäre natürlich besser fürs Rennen. Ja, die Testfahrt hat jetzt nicht ihr Versprechen gehalten, sage ich jetzt mal. Aber was soll's denn? Platz 16 brauchen wir, Leute. Aber warum sind die auch schon wieder beide in der Inlap? Wir sind beide eine Runde gefahren, was soll denn das? Egal, also mit Vidal bin ich definitiv zufrieden. Ja, der kommt auf den 8. Platz, der Woodford auf den 16., das ist jetzt nicht so. Auf den 17. Also der hat auf jeden Fall das Ziel nicht erreicht. Über den Vidal bin ich zufrieden. Der kann sich nicht mal beeilen. Achso. Ja, ist ja mir egal. Können wir hier mal weitermachen? Danke. So, Vidal startet vom 8. Platz mit Soft Tires. Alle starten mit Soft. Zumindest so der jetzige Stand. Da ist wieder viel Blabla. Ich will es gar nicht lesen. Es nervt mich einfach. So, Rennen. Gut, können wir jetzt starten? So, wir starten nämlich mit anderen Reifen. Wenn wir das auswählen können. Der hier startet nämlich mit dem härtesten Satz. Ja. Und der hier startet mit dem weichen Satz. Genau so soll es sein. Am Anfang sehr aggressiv. Alle beide. Ja. Wir wollen ja gleich am Anfang nach Möglichkeiten ein paar überholen und dann starten wir das Rennen einfach mal. Ja, auf Startaufstellung, ja, ist okay. Los geht's. 28 Runden in Doha. Woodford hat gleich mal einen Haufen Punkte in der Plätze gut gemacht. Lasst meine Autos anlegen. Vidal ist auf dem 8. Platz. Woodford auf dem 13. Ja, Woodford fällt wieder zurück. Vidal kommt noch ein bisschen nach vorne. So. Den hier setzen wir jetzt auf den Radar, ja. Der hat ein paar Plätze gut gemacht. Der soll aber ganz normal. Der hier ignoriert. Was? Was? Hä? Ach Mann! Ja, und jetzt? Ja, toll. Ach Menno! Ja, was ist jetzt? Ist der jetzt weg oder?
Ja, scheint so. Unfall ausgefallen. Das heißt, wir haben nur noch einen Fahrer im Rennen. Und dann werden wir hier aggressiv zu Werke gehen, dass der möglichst viel rausholen kann. Alle Augen nur auf ihn. So, sobald Safety Car reinkommt, muss er Gas geben. Da ist die Chance, noch ein paar Plätze nach vorne zu kommen. Dauert das lange, dauert das lange. Und jetzt gegen den Verschleiß unternehmen, das geht durch die Decke. Und du sollst ein bisschen Gas geben. Dass wir eine bessere Position haben und dann kannst du irgendwann mal Reifen wechseln kommen. So, Safety Car in die Slap. Der erste darf jetzt das Tempo bestimmen und los geht's. Du sollst Plätze gut machen und nicht verlieren, verdammt. Für was gebe ich dir denn eine gute Strategie? Geil. Ich gebe ihm hier alles auf Attacke. Und er macht nichts draus. Ja, jetzt kommt 13. Weiter, weiter, weiter. Da sind noch ein Haufen, die du überholen kannst. Doch die Kurven zu. So, jetzt gehen wir wieder runter auf normal. Ja, weil unser Ziel ist, mit dem harten Reifen so lange wie möglich zu fahren. Während die anderen zwei, drei Stops machen, will ich eigentlich nur einen Stint machen. Und deshalb müssen wir jetzt ein bisschen Reifen sparen. So ist meine Überlegung. Ich muss ja irgendwas als schwaches Team, dann muss ich ja irgendwas machen. Das Wetter bleibt gut, 25 Grad. Schon wieder zurückgefallen. Aber die gehen alle bald in die Box, oder? Wir haben alle noch keinen Boxenstopp gemacht. Ja, mach bloß keinen Unfall, dann ist alles gut. Und fahr mal einfach Logi und Logi nach Hause. Gerne mit den harten Reifen sind natürlich viel sparsamer unterwegs wie ich. Mein Satz hatte harte Reifen ist schon so weit abgenutzt wie die Medium-Reifen. Das ist nicht so optimal. Aber je nachdem, wie weit wir kommen, könnten wir auch dann am Ende vielleicht einen Weichen fahren. Oder einen Medium. Mal die ersten an. Die fangen im Soft-Tire so viele Runden wie ich mit einem Hard. Das ist schon übel. Und der ist langsam unterwegs, mein Junge. Dann müssen wir wohl die Strategie ein bisschen ändern.
Eigentlich können wir alles auf eine Karte setzen. Entweder er schafft es, Gas zu geben oder eben nicht. Ja, Fehler. So ist es halt. Aber das ist ja egal. So, unser Kollege hier ist jetzt auf dem letzten Platz. Aber den lassen wir jetzt mal einfach mit Strategie ganz normal durchfahren. Ich bin der Meinung, der wird sich rankämpfen und dadurch am Ende doch noch relativ weit vorne landen. Zumindest im Sponsorenziel. Das ist meine Hoffnung. Wir könnten aber hier mal ein bisschen hochgehen, ja? Dass er sich ein bisschen mehr Mühe gibt und vielleicht auch mal eine Best Round hinlegt. Das ist 11 Sekunden weg vom nächsten. 12 Sekunden fast. Ja, abgeschlagen auf dem letzten Platz. So war das nicht geplant. Den Runden noch. So, der 18. ist wieder in greifbarer Nähe. Meine Reifen sind leise und schnell. Ja, ist richtig. Zustand könnte ich ihn reparieren oder was? Nee. Ja. Danke für den Zustand. So, wir müssen noch ein bisschen warten. Ist eine recht lange Folge ohne Späßchen. Ja, ist eine Stunde bald. Das wird sich in den nächsten Folgen ein bisschen reguliert. Sorry. So, wir müssen nur 12 Runden fahren. Ich glaube, so 10 Runden kriegt der Reifensatz hin. Das heißt, 2 müssen wir noch. Ja, guck mal, er rutscht nach vorn, weil er Leute überholt, die in der Box sind. Und so war ja auch meine Rechnung. So, nach der nächsten Runde. Ja, nach der nächsten Runde darfst du dir nochmal neue Reifen holen. Wir nehmen einen Mediumsatz. Und wir nehmen eine sichere Box. Kann ich jetzt noch mal alles geben. Ja, wenn sie reinfahren, dann kannst du sowas machen. Du musst dann noch 10 Runden fahren. Sind halt wirklich am Arsch jetzt. So. Aber wenn wir alles richtig machen, und das hoffe ich doch, müssen wir jetzt nicht mehr in die Box. Wenn wir nicht mehr in die Box müssen, könnte das am Ende für uns einen guten Platz nach vorne bedeuten. Ich
weil die anderen müssen ja nochmal. Ich hoffe halt, dass die Reifen 8 Runden jetzt noch durchhalten. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich dieses Spiel mir kaufe, dann schreibt es mal in die Kommentare. Gebt mir Rückmeldung. Ja, guck mal. Hat er wieder sich eingeholt. Allerdings hat er Vasquez die weichen Reifen drauf. Ja. Das heißt, er wird gleich wieder vorbeifahren. Ist aber okay, ist okay. Unsere Boxenstrategie sieht einfach vor, dass Woodford mit diesen Reifen bis ans Ende fährt. Vielleicht duellieren sich die auch da hinten. Dann ist das gut für uns. Natürlich Einstopp-Strategie fahren, ja. Also, ist nicht ganz aufgegangen. Ich habe unter 2 Minuten pro Runde. Und er bleibt auch von gegen die Konkurrenz. Ja, Stadtziel. Ist egal, lass er vorbei, lass er vorbei. Unser Fahrer ist gut, er legt sich auf. Der hat noch Biss, ja, der will. Aber die Rechnung geht auf. Da müssen noch ein paar zur Box fahren. Deshalb mach dir keine Sorgen. Ja? Du bist noch im Rennen, nicht so wie dein Teamkollege. Die haben alle nur einen Stop gemacht. Deshalb hoffe ich mal wirklich inständig, dass da noch ein paar in die Box müssen. Also der Sarin, der hier muss auf jeden Fall nochmal rein, der hier wahrscheinlich auch. Aber die sind halt schon ein Stückchen weg. 20 Sekunden. Teilezustand. Oh ja. Ich will aber nicht nochmal reinkommen. Ja. Fahr weiter. Das muss so gehen. Das muss so gehen. Wir haben auch keine Kohle mehr. Ne? Wir sind schon wieder pleite. Noch 3 Runden wirst du durchhalten. Ne? So, jetzt fängt die interessante Phase an. Die Leute hier oben fahren nämlich in die Box. Guck, der Sarin, der ist... Ja, aber der kommt jetzt schon wieder raus. Der kommt jetzt schon wieder raus. Sollen wir da ein bisschen hochgehen? Wir gehen mal mit dem Spritverbrauch ein bisschen hoch. Er hat halt jetzt die besseren Reifen. Ich hoffe mal, dass noch einer reinkommt. Und hier vorne geht noch einer rein, also. Das tangiert mich überhaupt nicht, der ist viel zu weit weg für mich. Okay. Einen haben wir uns noch geholt. So, halt jetzt den Platz, halt den Platz. 14. Platz ist grandios.
14. Platz. Strategie, Strategie. Ja, ich muss sagen, trotz allem, trotz nachdem Vidal ausgefallen ist, hat man von der Strategie her eigentlich, ja, seht ihr, Einstopp. Einstopp-Strategie, das wäre unser Ziel gewesen. Der war zum Beispiel auch zwei draus, auch zwei. Der ist auch eine Einstopp gefahren. Wir sind zwei gefahren. Ja, wir hätten eine Einstopp-Strategie fahren müssen. Der harte Satz am Anfang, der war zu schnell weg. Ja. Der war zu schnell weg. Also, wir merken uns fürs nächste Rennen bessere Strategie. Ja? Und dann sehen wir weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. In der Tabelle sieht es für uns relativ bescheiden aus. Jeremy Woodford auf dem 14. Platz. Er ist Sponsorenziel erreicht. Iker Vidal hat natürlich nichts geschafft. Wir werden mal gucken. Ja? Was mit Carrier Motorsport noch so geht. Ja, Teammeisterschaft, da könnten wir vielleicht ein bisschen was erreichen. Ich möchte Carrier Motor Group an die Spitze sehen. Oh, danke. Das Team ist einfach klasse und Jeremy Hutford ist ein echter Hingucker. Heirate mich. Jose Matarazzo. Sorry, ich glaube, der wird dich nicht heiraten, weil, ja, so. Ja. Ich denke, du weißt, was los ist. Sicher hoch erfreut sein. Ja, bin ich. Bin ich. Morgen läuft es hoffentlich noch besser. Ich weiß nicht, was morgen ist. Morgen ist erstmal Ruhetag. Nein, Quatsch. Morgen kommt um 16 Uhr die nächste Folge von Motorsport Manager. Ja, schaut einfach mal rein. Ist eigentlich ganz interessant. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Nein, die Moral hat natürlich gelitten. Ist ja logisch. Aber die Fähigkeiten haben sich verbessert. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.